und Boxen, der Titelkampf, ein Heimspiel für Doberstein in der Saarlandhalle. Profiboxer Jürgen Doberstein hat gestern Nacht den schwersten Fight seiner bisherigen Karriere geboxt. Trotz Heimvorteil in der Saarbrücker Saarlandhalle war es schwer für ihn, denn der Gegner zeigte Härte und Stil. Kein Wunder, ging es doch für beide um den WBA Intercontinental Titel im Super Mittelgewicht. Stefan Haupt war dicht am Ring. Einen Boxabend in neuer Qualität und im neuen Rahmen hatten die Veranstalter angekündigt. Für Jürgen Doberstein, den Dobermann, war es der bisher größte Abend seiner Karriere. Der Fight gegen den Südamerikameister Ruben Eduardo Acosta ging über 12 harte Runden. Es war ein von Beginn an offener Schlagabtausch mit allen Elementen eines attraktiven Kampfes in dieser Gewichtsklasse. Beide Boxer knapp unter 77 Kilogramm schwer, beide austrainiert. Das Resultat hohes Tempo, hohe Schlagzahl, viel Action im Ring und beste Unterhaltung fürs Publikum. Der Dobermann gefordert, aber auch gut vorbereitet, fast 8 Monate harte Arbeit mit seinem kubanischen Trainer Pedro Diaz in Miami. Nadja Doberstein konnte gestern die Resultate der Arbeit erleben. Runde 8, eine der spektakulärsten. Eduardo Acosta boxte unkonventionell, ließ sich nicht vom Linksausleger Doberstein mit dessen größerer Reichweite in die Defensive drängen. Der Argentinier ging jedes Tempo und jede Attacke mit. Dennoch, der Saarländer mit den klareren Treffern in der ersten Hälfte. Doberstein musste improvisieren, war überrascht vom Stil seines Gegners. Sehr unorthodox. Er hat von verschiedenen Situationen geschlagen. Und ich bin sehr froh, dass ich seinen Gegner geboxt habe, weil ich will verschiedene Boxstile boxen. Und das war wirklich ein ganz neuer Boxstil. Ich musste Taktik finden. Das Finale. Eduardo Acosta gezeichnet, aber bei weitem nicht angeschlagen. Und beide Boxer mit dem Versuch, im Finale noch einen Lucky Punch zu landen und den Gegner auszulocken. Kampf mit offenem Visier in dieser letzten Runde. Der Schlussgong, Jürgen Doberstein, siegessicher Publikum und die drei Wertungsrichter gaben ihm recht. Man kann nicht immer durch K.O. gewinnen. Das Wichtigste ist der Sieg. Ich habe heute klar gewonnen. Der Gegner war sehr unangenehm. Deswegen war der Kampf auch sehr interessant. Ich habe gewonnen und bin sehr glücklich. Der Lohn der harten Arbeit. Jetzt folgen ein paar Tage Urlaub. Jetzt will ich ein bisschen Weihnachtszeit genießen mit meiner Familie, mit meinem Kind, mit meiner Frau. Mit meiner Frau meine ich. Und und dann rede ich mit meinem Trainer. Und ab Januar muss ich wieder nach Miami weiter hart arbeiten. Das große Ziel, ein WM-Kampf, ist ein gutes Stück mehr gerückt.